Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Guide von uns. Hier ist wieder der Michi. Und ich möchte heute bloß einen kleinen Tipp geben für alle, die entweder schon einen Charakter auf Stufe 60 haben und das lange Leveln satt haben mit dem ewigen Gegnergekloppe und dass es nicht so lange dauert, dass er schneller durchkommt und möglichst schnell auf Stufe 60 erreicht. Und zwar habe ich einen kleinen Trick herausgefunden, den wahrscheinlich schon viele kennen, aber den wahrscheinlich doch nicht jeder weiß und der aber viel Arbeit erspart. Und zwar kann man, gibt es die normalen Waffen auf für Stufe, ich bin jetzt hier, habe jetzt extra mal meinen Dämonenjäger ausgewählt auf Stufe 51. Gehen wir ins Auktionshaus und gucken mal bei Stufe 51 Waffen, suchen wir mal, 200 natürlich, Stufe 51 bis 51, wird es wieder keinen geben, wetten. Ah, gut. Sagen wir mal Bogen. So, 296 Schaden. Und ihr seht schon, mein Bogen, den ich zurzeit in der Hand habe, hat 658 Schaden, was natürlich extrem einen extremen Unterschied im Schaden macht. Und damit könnt ihr, also auf Stufe 50 ist man ja ungefähr ein Albtraum auf den Akt 4. Und damit könnt ihr dort durchrennen, sage ich mal, mit so einem Bogen. Und zwar sucht ihr einfach Stufe 51, Stufe. Warte mal, das müsste sein. Auf jeden Fall stellt ihr unten ein reduzierte Stufenanforderung und ich bin jetzt Stufe 51, bedeutet 60 minus dieser Stufe ist Stufe 51, also 9. Und hier müssen wir, glaube ich, Stufe 60 einstellen. 60 minus 9, reduzierte Stufenanforderung. So, gucken wir mal hier. Den kann man mit Stufe 51 verwenden, den Bogen, und der macht 1166 Schaden. Was natürlich jetzt zum Beispiel für Leute, die jetzt das Video angucken und jetzt auf Stufe ihren ersten Charakter auf Stufe 51 haben, ist es natürlich unbezahlbar, 6 Millionen Gold. Ich selber habe nur 334.000. Also sag ich mal, ihr habt jetzt 150.000 und wollt ihr jetzt in eine Waffe investieren. 150.000 gebt ihr beim maximalen Sofortkaufpreis ein, drückt auf Suchen und findet auch genug. Und dieser Bogen zum Beispiel, es hat jetzt 480, ist aber ein kleiner Fehler, weil man kann hier noch nach Schaden sortieren. Und da gibt es zum Beispiel für 40.000 einen Bogen mit 749, welcher jetzt sogar besser wäre wie meiner. Hat natürlich Stärke gemacht, aber später nichts, macht nichts zur Sache. Und auf meinem Bogen ist zum Beispiel jetzt noch Geschicklichkeit drauf, was natürlich noch mehr Schaden bringt. Und ich kann euch diesen Unterschied mal zeigen. Ich habe natürlich jetzt keinen richtigen Bogen, aber ich zeige euch einfach mal. Und zwar machen wir mal Questauswahl. Machen wir mal hier Quest anfangen, ins oberste Übel. Und Spiel starten. Das ist jetzt Schwierigkeitsgrad Albtraum, damit, da ist man ja gerade in dem Level. Gehen wir jetzt mal in die Kiste. Habe ich zum Beispiel hier einen normalen für Stufe 46. Das ist ungefähr viel Unterschiede im Schaden, gibt es da nicht. Machen wir mal rein. Hab mal 5000. Das tickt jetzt so nach oben, weil natürlich bei Fertigkeiten. Diese Fertigkeit bei Passivfertigkeiten Scharfschütze tickt natürlich nach oben noch, aber das geht ja dann wieder nach unten. Und machen wir 6800. Nehmen wir jetzt mal den Bogen, den mit reduzierter Stufenanforderung mit 658 ist der Schadensunterschied 10.000. Also, das ist ja, würde ich sagen, für niemanden zu verachten. 10.000, so, jetzt gucken wir einfach, es wird natürlich jetzt gleich ein bisschen ruckeln, weil ich ja alles vergessen habe, die Auflösung umzustellen fürs Video. Und jetzt sind wir hier, jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier kommen jetzt schon ein paar Gegner, die kann man einfach mal aus. Man kann die einfach, man macht so viel Schaden, dass die einfach umfallen. Man darf sie natürlich als Dämonenjäger nicht so nah an sich reinkommen lassen, aber dieser Trick, der Trick mit dem höheren, mit den reduzierten Stufenanforderungen geht bei jeder Klasse. Also, das Video ist nicht nur für Dämonenjäger jetzt gesehen, das ist für jede Last natürlich, bei Dämonenjäger wirkt sich natürlich noch extremer aus. Jetzt hier machen wir mal den kleinen Boss, ich überdrücke das gleich mal. Er kommt da ja. Der Gelbe, wo ist er hin? Ach, da kommt er. Und er wird mich jetzt fertig machen. Aber habt ihr gesehen, wie schnell der down ging? Das war vielleicht 2 Sekunden. Aber jetzt zu viel Schaden. Ich habe natürlich bis 6000 Leben, ist ja normal als Dämonenjäger, dass man wenig Leben hat. Aber man kann jetzt hingehen und einsammeln und man kommt natürlich ohne, also auch die Bosse, wenn man sich ein bisschen in Acht nimmt, habe ich mir jetzt gerade nicht, kommt man so schnell durch, da braucht man eigentlich keinen großen Skill mehr zu beweisen, sondern kommt locker so durch. So,
So, und ich hoffe, dieser Guide, also hier kann man es nochmal sehen, das sind jetzt die normalen Gegner. Und so kann man durch jede Gegner rennen. Und das klappt auch noch im Hölle am Anfang. Weil ich bin ja jetzt fast durch. Den lassen wir jetzt mal stehen. Wir laufen mal hier über die Treppe, über die Brücke natürlich, nicht über die Treppe, ich bin aber durch bescheuert. Aber, jetzt kleinen Schaden, aber jetzt kommen gleich Gegner und dann werde ich mal zeigen, wie es ist. Das ist ein Kobold, den kann man jetzt einfach hier 15.000, der geht natürlich ziemlich locker. Und hier kommen jetzt normale Gegner und da macht man einfach diesen Flashen Damage oder was auch immer, was ihr ausgewählt habt, hier die Dolche. So, dann kann man hier einfach locker, und das ist wohlgemerkt Albtraum. Und das geht ganz locker. Als Dämoniker hat man ja immer seine Schwierigkeiten in Albtraum. Man macht zwar genug Schaden, aber man kommt trotzdem nicht ganz so schnell durch. So, ich hoffe, dieser Guide hat euch jetzt gefallen. Nicht nur jetzt, sondern auch immer. Und ich hoffe, ihr werdet auch unsere weiteren oder die anderen Guides angucken und weiterhin verfolgen. Was wir hier bald werden, da auch Guild Wars 2 Guides, also heute ist gerade der 19. August, wo ich das Video aufnehme, und Guild Wars 2 kommt ja am 28. August raus, also nicht mehr so lange, und da werde ich dann auf jeden Fall auch Guides machen, nicht gleich am Anfang, aber es werden Guides folgen, und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn ich wieder Guides mache, und schaut euch das an und gebt natürlich Daumen hoch. Also, dann tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Michi vom Let's Play for Fun 2012 Team. Tschüss!